Die ganze Welt ist im WM-Fieber. Und auch wir hier in der Showküche von Franke dürfen ein bisschen spielen. Natürlich werden wir nicht Fußball spielen, sondern kochen. Mein Name ist Lazaros. Heiße ich euch herzlich willkommen zu Philips WM Kochduell. Ganz viele tolle Preise zu gewinnen. Ein Kristallbackofen von Franke. Dazu ganz viele Philips-Geräte zu gewinnen. Zahlreiche Hobbyköche haben sich zum WM Kochduell angemeldet und ein Team hat es zum Finale geschafft. Team Rot Mauro Mantovani. Ich bin der Mauro Mantovani. Ich arbeite in der IT als Sales-Architekt. Nebenbei habe ich einen Streetfood-Wagen, wo ich zweimal in der Woche unterwegs bin. Wie geht es dir? Sehr gut. Fühlst du dich fit? Ich habe mich zum Spass angemeldet und bin angekommen und mit der Vorentscheidung weitergekommen. Und hätte nicht gedacht, dass ich da sitze. Team Blau ist René Schudel. Ja, ich bin René Schudel und ich bin Koch und mache für Philips Markenbotschafter. Zu den Regeln jetzt. Ihr habt eine Stunde Zeit, eine Vorspeise und einen Hauptgang zuzubereiten. Du, Mauro, du hast zwei Ersatzspieler. Du darfst sie im Einsatz bringen, einmal je zwei Minuten. Ready zum Anfangen. Ihr habt ab jetzt eine Stunde Zeit. Los geht's! Ich sehe sehr viele frische Produkte. Mal schauen, was ich daraus zaubern kann. Ich nehme sicher den Fisch für die Vorspeise und mache daraus ein schönes, feines Gericht. Hast du mehr Werkzeuge als ich? Kannst du zu mir kommen. Ich brate einen Teil anbraten, den anderen Teil werde ich ein Tartar daraus machen mit entsprechenden Zutaten und das Ganze marinieren mit einem Kräuterdressing. So, es wird so wie eine Trilogie von verschiedenen genau. Komponenten vom gleichen Fisch, oder? Ganz genau. Er ist erstaunlich organisiert. Also für mich, ich bin erstaunt, dass er eigentlich nicht Koch ist. Er ist sehr, sehr strukturiert, also er hat eine gute Paste. Bei dir, René, du machst Pasta. Pasta Maker ist super, weil im Prinzip du musst nie mehr Pasta kaufen. Also du kannst jede Art von Pasta im einfachsten daheim machen. Das ist ja die Patisserie. Also ich nehme die Spargel, die kurz roh anbraten, also ohne Fett, ohne Salz. Tomaten und Schellen abschrecken, ganz leicht im Zucker marinieren. Dazu mache ich ein Radieschen-Vinaigrette mit Rhabarber zusammen, Schalotten und dazu ein Olivenöl, Zitronensaft. Und zum Schluss den Fisch ganz kurz anbraten und dann das Vinaigrette unter den Fisch, um das Geschmack zu verstärken. Probieren! Der Teig. Spargel, danke. Sorry. Nicht gesehen. Gut, gell? Ja. Meine Chance, um das zu gewinnen, gegen den grünen Schudel, das wird schon nicht ganz einfach, weil er gegen mich, das sind zwei Welten. Aber ich denke, mit vielleicht ein bisschen Glück und Kreativität bringe ich es an. Bei dir, Mauro? Alles gut. Vergiss nicht, dass du auch zwei Ersatzspieler hast. Ja. Meine Ersatzspieler sind Michi und Christian. Die Michi ist die Schwester meiner Frau und sie unterstützt mich immer wieder beim Foodtruck. Und den Christian habe ich in der Vorentscheidung kennengelernt und unterstützt mich da. Sehr schön. Es riecht schon sehr gut, mit etwas Rosmarin. Wow. Die Maschine macht alles selber. Ist doch schön. Wirklich? Ja? Super schön aus, hä? Konsistenz auch gut, darf ich? Wow. Und mit dem Fleisch? Mache ich Pasta, wo ich mich entschieden habe, rein aus Zeitgründen, auch, dass wir schöne, runde Sachen bekommen. Und das Schweinsfilet ganz kurz auftrangiert und ganz kurz anbraten. Du besitzt ein Restaurant, oder? Zwei Restaurants sogar. Ja. Wie ist es in der Küche? Ist es so wie ein Fußballfeld? Manchmal, wenn es hektisch ist, die Kunden warten auf das Essen, es gibt Stress. Es gibt manchmal Hektik, ja. Kommt vor. Ja. Aber das gehört doch dazu. Teamarbeit ist extrem wichtig, weil es gibt so viele kombinierte Abläufe in der Küche, die du gar nicht mehr alleine kannst bewerkstelligen, oder? Also Pasta Maker für Mauro auch. Mauro, jetzt fängst du mit deiner Teigwaren an, oder? Als Hauptgang mache ich frische Pasta mit dem Pasta Maker. Dazu verwende ich Blaubeeren. Heidelbeeren-Nudeln habe ich noch nie gegessen. Ich auch nicht. Es gibt dann Roquefort-Soße. Und dazu als Abschluss eine Birre pochiert mit Honig und Chili-Sauce.
Die Zeit läuft noch 30 Minuten. Also würdest du Hilfe brauchen? Ja. Michi, kommst du schnell? Michel, du hast 2 Minuten Zeit. Ich mache die Heidelbeere mit Zucker und, genau, und ein bisschen Wasser. Genau, Wasser. Grüß dich. Hallo. Als solcher Joker hat ich auch genommen. Ja, gell. Du musst die Wahl anlegen. Hast du das gut gemacht? Ich mache jetzt die Heidelbeere parat im Mixer für die Pasta. Genau. Ich hoffe, das wird dann schön blau. Aber du hast leider auch nur 20 Sekunden. Kochst du sonst? Du hast dich aber nicht ablenken, gell? Ich koche nur so zu Hause. Mami hat mir das Kochen beigebracht. Mami hat es gekocht? Ganz gut. Also, Michelle, du hast 3 Sekunden. 2, 1, raus, bitte. Mauro, weiter so. Ah, kommt jetzt Christian rein? Ja, gerne, Christian. Also, Christian, du kommst rein, du hast 2 Minuten Zeit. Ich mache eine exquisite Nudel mit dem Pastamaker von Philips mit einem Heidelberry-Touch. So. Und kommst gut vorwärts. Oder du, ich seh's. Die Teigwagen sehen ja super aus. Du hast leider 3 Sekunden Zeit. Jawohl. 3, schmeckt gut. Tip 2, tip wunderbar. 1. Mauro, gib Gas, du schaffst es. Und noch 15 Minuten Zeit. Jetzt sind wir in der letzten Viertelstunde. Ich sehe beim Mauro-Rennen, er ist ziemlich am Finalisieren. Ich mache sogar Pasta fertig und er sie wirklich auf die Zeit anrichten. Dann gebe ich die letzten 5 Minuten noch den Schliff. Mauro, René, gib Gas. Es gibt noch 10 Minuten Zeit. Der Grüne ist auch schon ziemlich vorgeschritten. Ich denke, der schafft das auch. Müsste ja. Noch 5 Minuten Zeit. Mauro, die Zeit läuft. Hopp, hopp, komm. Jetzt noch 5 Minuten. Das wird knapp lange. Ich muss noch meine Teigwagen noch fertig kochen und dann servieren. Aber es geht. Es wird muss. Noch 10 Sekunden. 9. 8. 7. Komm, René. 6. 5. 4. 3. 2. Lieber René, lieber Mauro. Herzlichen Dank fürs Kochen und erlaubt mir bitte, die 2 Jurys euch vorzustellen. Wir haben Laura von Philips. Hallo, Laura. Hallo. Und Thomas von Franke. Hallo, Thomas. Hallo. An meinem Menü gebe ich den WM-Titel Faulspiel und wir können versuchen, ihm ein Bein zu stellen. Was hast du genau hier gezaubert als Vorspeise? Fisch, oder? Genau, Wolfsbarsch. Der eine Teil ist abgebraten, der andere Teil ist als Tartar serviert worden und dazu ein Fladenbrot. Und auch die Kräuter passen auch sehr gut dazu. Jetzt gehen wir zu deinem Vorspeise, René. Was für einen WM-Titel hat deine Vorspeise? Steilpass. Es ist kein Schnickschnack drauf, es ist minimal und hat alle Ingredients, möglichst viele Ingredients eingebunden. Noch die Spargeln sind ein bisschen geräucht, oder? Spaghettiellini. Drinnen sind kurzbrätliche Zucchini. Das Ganze ist eine Zitronenrahmsauce mit Thymian und ein Basilikum, Roquefort und ganz kurz sortiert Schweinsfilet. That's it. Mauro, zu deiner Hauptspeise. Genau, sind blaue Beeren. Eingekocht. Reduziert in die Teigwagen hinein.
dass die eine schöne Farbe rausgibt. Also doch diese Säure und die Süße von Birnen. Ja, die Birne passt sehr gut. Also Vorspeise vom Rönne, dass die Smoky-Eigenschaften vom Spargel sehr gut überkommen. Auch Hauptspeise vom Rönne sehr interessant gewesen, gute Kombination vom Fleisch, von der Pasta, sehr bissig, Konsistenz ist sehr gut gewesen. Die Vorspeise fand ich auch sehr gut, auch die Soße mit Rhabarber, auch etwas anderes. Ich habe noch nie so eine Soße probiert. Ich fand es wirklich gut. Bei Maura habe ich die Vorspeise ein bisschen besser gefunden wie beim Rönne. Beim Hauptgang habe ich es ein weniger gut gefunden wie beim René. Ich finde es aber sehr, sehr mutig, so etwas auszuprobieren. Farblich hat es wirklich sehr schön ausgesehen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist bei der Vorspeise die Kombination mit dem Tartar und mit dem Fisch. Hauptgericht mutig mit der Heidelbeer-Pasta. Ich bin da etwas mehr beim René. Mauro, ich fand deine Vorspeise klasse. Dein Hauptgang fand ich toll. Vom Optik her sieht es einfach traumhaft aus. Die Birnen dazu haben auch sehr gut gepasst. Es fehlt bei mir vielleicht etwas Fleisch. Ein Stück Fleisch dazu wärst du geflogen mit deinem Hauptgang. Vom Optik her hat Mauro etwas mehr gegeben. René hat natürlich, seine Gerichte haben etwas mehr Geschmack und sie waren etwas mehr raffiniert. So, die Chancen sind wirklich halb-halb. Es war sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen mit Laura und Thomas. Wir haben es aber geschafft. Wer gewinnt Philips WM-Kochduell? Mauro oder René? René oder Mauro? Der Gewinner von Philips WM-Kochduell ist der Mauro. Bravo, Mauro. Gratuliere. Hey, ich habe gewonnen. Mein Feldspiel ist aufgegangen. Ja, lieber Mauro, hey, gratuliere. Top Job hast du gemacht. Wirklich weiter so. Schade, dass ich den Franken Crystal Backofen nicht mitnehmen darf. Aber ich freue mich extrem auf den Pasta Maker.